WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 1. Januar 1946. Der japanische Kaiser Hirohito erklärt, kein Gott zu sein. Gott ist groß, doch Mickey Maus ist größer. Der Tenno, zu Deutsch himmlischer Herrscher, läuft 1975 durch Disneyland. Neben ihm geht die grinsende Comicfigur. Ihre großen Ohren überragen den kleinen, schmächtigen Kaiser. Ein Mann mit der altertümlichen Nickelbrille und schlecht sitzendem Anzug. Beim Staatsbesuch in den USA wollte der Tenno unbedingt Disneyland sehen. Diese Zauberwelt hatte es Hirohito angetan. Ein skurriler Auftritt angesichts der realen Geschichte dieses alten Mannes mit dem schlurfenden Gang. 40 Jahre zuvor hatte sich sein Volk unter seinem Oberbefehl in einen Eroberungskrieg gestürzt, dessen Wunden bis heute nicht verheilt sind. Kamikaze-Piloten rasten für ihn in den Tod. Seine Armeen eroberten halb Asien und griffen die Vereinigten Staaten in Pearl Harbor an. Alles in seinem Namen, im Namen des göttlichen Tenno. Tennos in Japan nehmen für sich in Anspruch, die älteste Dynastie der Welt zu sein. Kaiser Hirohito war der 124. Tenno, die 124. Person in dieser langen Reihe. Also man sieht auf jeden Fall, dass Japan da eine sehr lange Tradition innehatte. Sagt Takuma Melba, Historiker an der Universität Heidelberg mit deutsch-japanischen Wurzeln. Er beschreibt das Religionssystem Japans als buddhistisch geprägt. Hinzu kommt ein spezieller japanischer Shinto-Kult mit Naturgeistern. Viele Götter, aber einer unter ihnen gilt als herausragend. Der Tenno. Also wenn wir es beispielsweise auch mit den Göttern aus der Antike vergleichen wollen, zum Beispiel mit dem alten Rom, dann muss man den Tenno vielleicht als ein Äquivalent zu Jupiter vielleicht verstehen. Japan als Inselstaat war bis weit ins 19. Jahrhundert hinein isoliert, schottete sich ab mit einem Kriegerkastensystem. Samurai dienten dem Shogun, eine Art Militärmachthaber. Die Tennos lebten abgeschottet und relativ machtlos in Kyoto. Unter dem Großvater Hirohitos wurde das Land reformiert. Statt Samurai eine moderne Armee nach preußischem Vorbild. Im modernen Japan wurde der Tenno aufgebaut als Identifikationsfigur. Wie der Kaiser in Deutschland, mit einem Unterschied. Der Hauptunterschied ist meiner Meinung nach vor allem die göttliche Komponente. Also dieses Gottgleichsetzen des Tenno. Der Staat war die Religion und umgekehrt. Hirohitos Großvater besiegte 1905 die Russen mit seiner nach preußischem Muster gedrillten Armee. Da war Hirohito gerade 4. Kurz darauf kam das Kind an eine Adelsschule, deren Leiter ein versehrter Veteran war, der im Krieg die Taktik der Selbstmordattacken eingeführt hatte. Ein harter Drill erwartete Hirohito, der schmächtige Junge mit Nickelbrille tat sich schwer damit. Er hat auch beispielsweise Englisch gelernt und man weiß auch, dass er wissenschaftlich im Bereich der Meeresbiologie gearbeitet hat und dort auch einige Publikationen herausgebracht hat. Ganz auf den Kopf gefallen ist er mit Sicherheit nicht. Als 19-Jähriger unternahm Hirohito eine Europareise. Wegen seiner göttlichen Abstammung hatte und brauchte er nicht einmal einen Pass. Mein Leben war bis damals wie das eines Vogels in einem Käfig gewesen. Auf der Reise erlebte ich zum ersten Mal die Freiheit. In London wurde er vom Königshaus herzlich empfangen. Ein Gottkaiser auf Reisen, das war nach dem Ersten Weltkrieg in Europa eine Sensation. Die westliche Freiheit konnte der Prinz nur als Episode genießen, denn inzwischen saß sein Vater auf dem Thron. Der war offensichtlich geistig verwirrt und ungeeignet als regierender Gott. Statt bei der Eröffnung des Parlaments pflichtgemäß seine feierlichen Sätze zu sprechen, rollte er sein Manuskript zu einem imaginären Fernrohr und starrte die peinlich berührten Politiker dadurch an. Hirohito musste es richten. Mit 20 übernahm er die Regentschaft, mit 27 saß er bereits auf dem Thron. Kaiser Hirohito ist bis heute der Kaiser, der am längsten regiert hat. Und gilt daher auch schon allein aufgrund dieser langen Regentschaft als der wichtigste und bedeutendste Kaiser des japanischen Kaiserreichs.
In den Roaring Twenties, den wilden 20er Jahren, schwappte auch der American Way of Life nach Japan. Vom Tenno hörte man nichts. Er lebte fernab des Alltags der Japaner. Seine Stimme kannte niemand in der Öffentlichkeit. Nach vielen Wirrungen setzte sich in dem Inselstaat ein extremer Ultramilitarismus durch. Angeführt von Militärs, die zivile Gegner ermorden ließen, strebte das Kaiserreich nach einer japanischen Vorherrschaft in Asien. Verbrämt durch eine angebliche Überlegenheit der japanischen Rasse. 1937 ließen die Militärs den Krieg mit China eskalieren. Sie eroberten ganz Nordchina. In Nanking schlachteten die kaiserlichen Truppen binnen 7 Wochen bis zu 300.000 Einwohner systematisch ab. Alles im Namen des Kaisers. Unter seinem Oberbefehl sind zahlreiche Kriegsverbrechen verübt worden. Und es ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Kaiser Hirohito davon nichts gewusst habe. Hirohito, der asiatische Hitler, so wird er oft genannt. Historiker Takuma Melba hält das nicht für ganz abwegig. Denken wir beispielsweise an den Führerkult und ganz, ganz wichtig, sowohl Adolf Hitler als auch der Tenno waren beides die Oberbefehlshaber. Gleichzeitig hinkt der Vergleich gewaltig. In Deutschland war Hitler eindeutig die treibende Kraft hin zum Krieg. Der Mann, der die Versklavung Osteuropas und die Völkermorde an Juden, Sinti und Roma Wirklichkeit werden ließ. Sehr oft findet man eben auch den Vergleich Hitlers zu Premierminister Tojo Hideki, der mir auch angebrachter erscheint, als die direkte Parallele zu ziehen zu Kaiser Hirohito. Denn Hirohito trieb die Kriegsvorbereitungen und die Eskalation nicht voran, sondern zögerte und sprang irgendwann auf den Zug auf. Das entbindet ihn nicht von der Verantwortung, lässt sie aber in einem anderen Licht erscheinen. De facto ist es aber auch so, dass er letztlich die Person war, die dann das Okay und das Go für den Krieg gegeben hat. Historiker Melba muss es wissen. Er hat ein Buch über den japanischen Angriff auf die USA geschrieben, auf Pearl Harbor. Präsident Roosevelt wollte 1941 nicht mehr zusehen, wie Japan sich in Asien zur rassistischen Herrenmacht aufschwang, ein Imperium baute, zu dem große Teile Chinas, Korea und die Philippinen gehörten, die Japaner bedrohten selbst Australien. Roosevelt drehte ihnen den Ölhahn zu und verlangte ihren Rückzug. Hirohito war wohl zunächst gegen einen Krieg, doch seine Militärs bedrängten ihn, bis er schließlich zustimmte. Die japanische Führung entschied sich 1941 für den Angriff auf Pearl Harbor. Präsident Roosevelt konnte sein Land nun für den Pazifikkrieg mobilisieren. December 1941. Am 7. Dezember 1941 wurden die Vereinigten Staaten von Amerika in niederträchtiger Weise unvermittelt und in voller Absicht von den See- und Luftstreitkräften Japans angegriffen. Auf japanischer Seite wurde der Kaiser zur Gottfigur stilisiert, für den die Soldaten ihr Leben geben sollten. Tief im Meer stirbt unsere Marine für den Kaiser. In den Bergen stirbt unsere Armee, bis Moos und Gras aus den Leichen wächst. Für den Kaiser, für den General, stirb ohne Furcht oder Trauer. Denk nicht an dich selbst, sondern opfere dich für die Nation. Je aussichtsloser der Krieg, desto verbissener reagierten die japanischen Militärführer. Sie bildeten Kamikaze-Einheiten, junge Piloten stürzten sich mit ihren Flugzeugen auf amerikanische Schiffe und explodierten mit der Bombe. Sie flogen sehenden Auges in den Tod. Alles für den Tenno und das Vaterland. Die US Navy hatte hohe Verluste und flüchtete sich in Sarkasmus. Sie nennen es Götterwind. Wir nennen sie Selbstmordflieger. Ihre Spezialität Einwegflüge. Der Tenno wurde nicht gefragt, sondern erst einen Tag nach dem ersten Kamikaze-Angriff darüber informiert. Er soll gesagt haben: Sind wir schon so weit gekommen? War das wirklich nötig? Aber gut gemacht. Das wurde als Bestätigung aufgefasst. Der Tenno sah zu. Verlorene Schlachten, die totale Bombardierung Tokios. Die Niederlage war offensichtlich, doch Militärs und Tenno ließen weiterkämpfen. Bis die US-Amerikaner die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abwarfen. Einige Militärs wollten den totalen Untergang, doch hier zeigte Hirohito einmal Führungsstärke. Am 15. August 1945 hören die Japaner zum ersten Mal die Stimme ihres Kaisers im Radio.
Der Krieg dauert nun schon 4 Jahre. Obgleich alle taten, was sie konnten, hat sich der Krieg nicht notwendig zu Japans Vorteil entwickelt. Man müsse, so Hirohito, das Unerträgliche ertragen und das Nicht-Erduldbare erdulden. Was der Kaiser redet, versteht an den Radios kaum jemand, denn er spricht in seinem Hof Japanisch. Klar wird aber, wir haben verloren. Hunderte Japaner, auch hohe Militärs, begehen in der Öffentlichkeit Harakiri. 2 Wochen später läuft die amerikanische Flotte in den Tokyota-Hafen ein. Der neue Herrscher kommt vom Himmel. Er fliegt ein, General Douglas MacArthur. Tokyo announcing surrender. Allied Commander General MacArthur has ordered airborne and seaborne landing. Gott ist groß, doch MacArthur ist größer, mindestens einen Kopf. Ein symbolisches Foto, das um die Welt geht. Neben dem kleinen Gottkaiser Hirohito in strammer Haltung und schwarzem Anzug, der hochgewachsene General in heller Uniform. 7 führende japanische Militärs und Politiker werden später in den Tokyota-Prozessen zum Tode verurteilt und gehängt. Doch der Tenno darf auf dem Thron bleiben. Weil man gefürchtet hat, es könnte dann zu massiven Unruhen im Land kommen und Japan werde dann ein besetztes Land werden, das man nicht beherrschen könne. Den weltlichen Thron darf der Kaiser behalten, als symbolisches Staatsoberhaupt ohne jede Macht. Doch auf jede Göttlichkeit muss er verzichten. Am 1. Januar 1946, heute vor 75 Jahren, gibt er auf Druck der US-Amerikaner eine Erklärung ab. Botschaft: Gott ist auch nur ein Mensch. Oder andersrum: Dieser Mensch war nie ein Gott. Der Weg war frei für einen machtlosen menschlichen Tenno, der zum Symbol für den wirtschaftlichen Boom aufstieg. Und sein Land wurde aufgebaut zum Bollwerk gegen den chinesischen und sowjetischen Kommunismus in Asien. Man hat Japan hier, wenn man so möchte, als einen gigantischen amerikanischen Flugzeugträger vielleicht schon im Jahr 45 verstanden. Und diesen Flugzeugträger konnte man eben nur kontrollieren, wenn man Hirohito im Amt lasse, sagt Historiker Takuma Melba. Nun bekam das Regierungsmotto Hirohitos zum ersten Mal einen Sinn: Showa, erleuchteter Friede. Der Kaiser besuchte die zerstörten Städte und wollte den Menschen Mut machen. Das gelang ihm allerdings nur bedingt. Opa der Nation war einer seiner Spitznamen, oder Kaiser Schlurf, wegen seiner eigenwilligen Gehweise aufgrund einer motorischen Störung. Smalltalk lag ihm nicht. Wenn ihm jemand etwas erzählte, konnte er nicht anschließen, sondern antwortete mit "Ach so". Deshalb nannte man ihn auch Kaiser Ach so. 1975 reist der Tenno in die Vereinigten Staaten, trifft Präsident Gerald Ford und besucht auf eigenen großen Wunsch Disneyland. Am Ende wird er als Souvenir aus den USA eine Mickey-Maus-Armbanduhr mitbringen. Während seiner Amtszeit ist es doch gelungen, die japanisch-amerikanische Freundschaft so zu festigen und zu stärken, dass diese bis heute Bestand hat. 62 Jahre lang saß Hirohito auf dem Thron, länger als jeder seiner vielen Vorgänger. 1989 starb er an Krebs, mit 87 Jahren. Sein Sohn Akihito folgte ihm auf den Thron und der verzichtete 2019 zugunsten seines Sohnes Naruhito. Eine Vergangenheitsbewältigung wie in Deutschland habe es nie gegeben, betont der Historiker Takuma Melba. Die Bundesrepublik Deutschland inmitten Europas als kontinentale Kraft wurde viel, viel schneller auch von den Nachbarn wieder ins Boot geholt, Stichwort Europäische Union. Was bleibt von Hirohito? Er war keine treibende Kraft im imperialistischen Japan, aber verantwortlich ist er trotzdem für das, was geschah. Als Nachkriegskaiser schlug er Brücken nach Amerika. In der Meeresbiologie hat er einige Beiträge über Quallen hinterlassen und es bleibt eine Mickey-Maus-Armbanduhr aus Disneyland. Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wemba an den japanischen Kaiser Hirohito, der heute vor 75 Jahren erklärte, kein Gott zu sein. Redaktion: Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Maler Hermann Tom Ring. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. wdr.de